Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es auf eine kleine Trail-Tour und ich habe hier ein besonderes Paket neben mir. Das zeige ich euch aber erst in einem der weiteren Videos, weil da sind ein paar nette Sachen drin. Beziehungsweise ja nur zwei Sachen, aber egal. Wir nehmen euch heute mit auf so eine kleine Trail-Tour. Der Basti hat uns ja damals hier geguided, was heißt damals vor ein paar Wochen. Und jetzt war ich sozusagen dran und hab ein paar Jungs aus Olpe eingeladen und wir haben eine gemütliche Trail-Tour gemacht. Viel Spaß bei diesem Video. Schon ein bisschen flat rein. Oh! Achtung, Baum! Also ich fand es mal mega cool, dass die Leute aus Olpe ausnahmsweise mal bei mir irgendwo in der Nähe auf den Trails waren. Und deswegen habe ich mich sehr geehrt gefühlt, da so eine kleine Tour mit den Jungs zu fahren. Schade allerdings, dass der Thomas es nicht geschafft hat an dem Tag. Das müssen wir definitiv noch nachholen. Oh Gott. Ah, das ist ein Sharkfin. Oh. Oh. Ui, 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 ui. Eine Sache fällt mir immer wieder auf, und zwar, dass es auch bei schlechtem Wetter sich definitiv lohnt, aufs Rad zu gehen. Denn danach fühlt ihr euch einfach gut und ihr habt einfach eine gute Zeit gehabt mit Freunden. Also lasst euch nicht aufhalten vom Wetter und von den schlechten Bedingungen, wenn man sich aufraffen muss, um dann wirklich irgendwie auch bei Regen, Nässe und so weiter und Kälte in den Wald zu gehen. Aber ich sag euch, es lohnt sich einfach. Und rutschig. Und unter dem Laub sind die Wurzeln, deswegen ist es ein bisschen tricky. Genau, das war jetzt das schwierige Stück. Genau, da war eine Wurzel, die hat nicht. Nach dem Sprung musst du ein bisschen vom Tempo runtergehen, ja. Weil dann kommen Kurven. Ich mache mir den ersten anderen Schieb nochmal hoch und dann fahre ich mir. Das ist klar. Okay, dann fahren wir einmal bis zum Sprung und halten am Sprung an, dann könnt ihr es alle euch angucken. Jo! Hier wurde auch gut geholzt. Hier kommt er jetzt gleich. Du kannst auch einmal drüber rollen, Ben. Die oben drauf springen, ist egal. Landung ist halt nach dem Holz hier eigentlich, ne? Dann fühlt er sich schön an, wenn man hier landet. Ja. Aber du brauchst halt mehr Anlauf, ne? Ja, aber wenn du den noch 5-6 Mal fährst, dann bist du in der Landung. Weil man kann sich hier echt gut steigern vom Tempo, ne? Okay.
Oh. 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 Ah, Rille, Rille. Ah. Oh Gott. Aua. Hier kannst du halt eigentlich auch springen. Genau, also hier gibt es immer zwei Möglichkeiten. Der Weg führt eigentlich hier hoch und dann auf die Steilabfahrt. Oder man kann auch da reinfahren, zwischen den Bäumen. Das da verstehe ich nicht. Hier vorne, ne? Ja. Waren wir auch. Also Baumstammsprünge und die kann man auch umfahren. Oh. Bei dir alles gut? Okay. Kann man das fahren? Was meinst du? Ja, könnte gehen, ne? Deswegen haben die auch ein Warndreieck dahingestellt. Okay, ich guck mir das bei dir an. Oh Gott! Wo hat er mich gekickt? Stop, stop! Und halt unten genauso raus wie gerade eben.
Anlieger richtig schön gebaut. Kann gut Anlieger fahren üben. Ja, ja, genau. Ja, jetzt wird es ein bisschen technisch gleich unten. Das ist aber immer nur so ein Schauer, ne? Ja, so semi. Also mir hat das mega Spaß gemacht an dem Tag und ich habe das Gefühl, mit solchen Touren und den Leuten zusammen kann ich ganz gut die Zeit der Off-Season ohne Bikeparks überbrücken. Von solchen Tagen brauche ich einfach noch ein bisschen mehr und dann schaffe ich das schon durch die Off-Season. Ich hoffe, ihr habt auch eine gute Zeit auf den Bikes und geht auch hin und wieder mal raus, auch wenn es ja nicht so schön ist wie im Sommer. Ich kann verstehen, dass wir uns alle auf den Sommer freuen, aber ja, so gar nicht Fahrradfahren ist irgendwie ja keine Alternative. Oder wie seht ihr das? Also, ich freue mich auf jeden Fall trotzdem unglaublich krass auf den Sommer. Lasst gerne ein Abo da, Leute. Jede Woche zwei neue Videos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.